kommen wir zum Vortrag vor dem Mittagessen von Clarisse Schröder über Open Source OSS-Beispiele aus der öffentlichen IT in Deutschland. Hier bitte die Fragen erst am Schluss dann. Ich wurde gefragt, hier Open-Source-Beispiele aus Deutschland vorzustellen und freue mich total, dass hier auch einige im Raum sind, die diese Recherche mitbegleitet haben. Und darüber hinaus interessiert mich jetzt erstmal zum Einstieg, wer von Ihnen, von euch, hat denn überhaupt schon mal bei einem Open-Source-Projekt oder einer Open-Source-Ausschreibung mitgearbeitet? Wow, okay. wer davon auf Auftraggeberseite? Hey, cool. Und auf Auftragnehmerseite? Ey, wow, das ist ja fast der ganze Raum. Was soll ich euch noch groß erzählen? Vielleicht kurz zu mir. Es geht ja jetzt um Deutschland, deswegen fange ich mal an. Ich habe früher mal bei Dataport gearbeitet als Trainee. Das ist in Norddeutschland der öffentliche IT-Dienstleister, also ich glaube der größte Europas sogar. Und um den geht's gleich noch. Dann bin ich innerhalb des Bundesverbands der kommunalen IT-Dienstleister Deutschlands gewechselt nach Nordrhein-Westfalen. Ups. Habe ich einen. Und zwar zum Dachverband der kommunalen IT-Dienstleister für das Bundesland Nordrhein-Westfalen. Und dort war ich zuständig für die Koordination des Einer-für-alle-Prinzips mit den Online-Diensten. Das mit dem Open Source hat dabei so teilweise geklappt, sage ich mal. Gleichzeitig bin ich auch eingetreten in den Verein Offene Kommunen NRW. Wir engagieren uns für eine gute Zusammenarbeit zwischen der Zivilgesellschaft insgesamt und der Politik und Verwaltung. Und da geht es auch viel um Digitales, also unter anderem. Durch mein Engagement für Open Government bin ich dann zu dem Netzwerk der Civic Tech Sisters gekommen. Das ist eine Initiative gewesen, ursprünglich von der deutschen Bundesregierung und Ukraine, 2020 schon. Und da geht es darum, im Civic Tech, also gemeinwohlorientierte, zivilgesellschaftlich motivierte Technik, vor allem auch Diversität und Frauen zu fördern. Denn selbst in diesem Bereich sind diese 50% der Bevölkerung unterrepräsentiert. Und wegen meinem Engagement bin ich, als ich jetzt wieder zurück in die Schweiz gekommen bin, auch natürlich sofort CH Open beigetreten. Also das ist jetzt noch relativ frisch. Und ich habe einen Deep Dive gemacht in das Thema Open Source Beschaffung im Rahmen des CAS Technologiebeschaffung, was der Matthias Stürmer ja auch im Plenum vorhin kurz vorgestellt hat. Und hoffe jetzt bei der APP Unternehmensberatung Beispiele für Open Source Beschaffung in der Schweiz begleiten zu dürfen. Ja, aber mein Thema Open Source Beispiele aus der deutschen öffentlichen IT habe ich jetzt mal mir überlegt, wie kann ich es am besten strukturieren, wo fange ich an? Vielleicht erstmal bei dem Thema Verwaltungsdigitalisierung, denn da komme ich ja her. Da würde ich mich fokussieren auf das Zentrum Digitale Souveränität mit drei Projekten, die da zurzeit schon laufen. Dann öffentliche IT im weiteren Sinne als öffentliche Infrastruktur und auch mit einem globalen Ansatz. Sovereign Tech Fund, auch noch sehr jung. Und schließlich zurück zum lokalen kommunales Community Building, wo ich selbst auch ja mit aktiv bin. Also zunächst Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland. Deutschland ist ja wie die Schweiz föderal und ja recht komplex. Wir haben in Deutschland den Nationalen Normenkontrollrat und der fragt in seinem Gutachten regelmäßig, funktioniert denn das? Also keine Angst, ich kann jetzt gar nicht auf alle Details eingehen, das würde in den Rahmen sprengen, aber
Jetzt gleich nur zur Einordnung, haben wir es zu tun mit der europäischen Ebene. Wir haben es zu tun mit dem Bundesinnenministerium, der föderalen IT-Kooperation. Das ist eine Anstalt öffentlichen Rechts von Bund und Ländern. Die Länder selbst und ihre IT-Dienstleister, auch auf der kommunalen Ebene. Schließlich Abteilungen des Fraunhofer-Instituts. Dann auch die kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, KGST. Und, das Bild ist noch nicht mal vollständig. Was hier zum Beispiel noch fehlt, ist eben das Zentrum Digitale Souveränität. Das wurde aber auch erst 2022 gegründet beim BMI, also Ministerium, aber als GmbH, einfach um aufgrund der Rechtsform auch gewisse Möglichkeiten und Spielräume zu haben. Und es ist geplant, dass jetzt auch stückweise die Länder und deren Anstalten, Genossenschaften, also da sich beteiligen, beitreten. Das ist jetzt alles noch im Entstehen. So ein Thema der Verwaltungsdigitalisierung ist ja der Arbeitsplatz für Behördenmitarbeitende. Also in der Schweiz haben wir den Bundesstandardarbeitsplatz zum Beispiel und in Deutschland haben wir den Bundesclient. Basiert beides auf Windows, Microsoft. Könnte man jetzt natürlich auch denken, geht das nicht auch in Open Source? Und genau diesen Ansatz verfolgt ein Projekt, und zwar der souveräne Arbeitsplatz. Da hat man im Grunde genommen alles, was so jemand aus der Sachbearbeitung typischerweise braucht, Textverarbeitung, Präsentationsprogramm, Tabellenkalkulation, Kalender, E-Mail, Videokonferenz, aber eben mit Open-Source-Komponenten. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, also dadurch, dass ihr ja sehr erfahren seid, wahrscheinlich habt ihr schon mal gehört, Nextcloud, Collabora. Und das Kunststück besteht jetzt darin, das Ganze so zu integrieren, dass es wirklich so ist, wie man es kennt, halt voll aus der Microsoft-Welt. Angefangen hat damit eigentlich mein früherer Arbeitgeber Dataport. Und mittlerweile macht aber auch das Bundesinnenministerium ein, ich sag mal, Schwesternprojekt, also mit dem gleichen Ziel, die arbeiten zusammen. Und auch auf der europäischen Ebene hat man da aufgesattelt, das Ganze auch im Rahmen des Förderprogramms Gaia-X. Bei Gaia-X ist die Idee, so wie ich das verstanden habe, dass man diese Idee des Standardarbeitsplatzes Open Source nicht nur den Verwaltungen bereitstellt, sondern auch der Wirtschaft, Privatpersonen, denn letztendlich dieser Standardarbeitsplatz, der ist ja sehr verallgemeinerbar. Und man sieht hier das Projektkonsortium, also das ist ja schon auch powerful. Ich bin echt mal gespannt, was daraus wird. Ich verbinde persönlich damit sehr viele Hoffnungen. Und dementsprechend ist es natürlich auch wichtig, so ein groß angelegtes europaweites Projekt auch gut zu begleiten. Als Fachpublikum, als engagierte Gesellschaft. Und das ist jetzt auch passiert. Es gab ja einiges an kritischen Berichten zu dem Ganzen. Letztendlich so einer der Hauptkritikpunkte war: Liebe Dataport, ihr sagt hier, ihr macht einen souveränen, ihr baut die digitale Souveränität aus, indem ihr einen Open-Source-basierten Arbeitsplatz bereitstellt. Aber wo ist denn der Source-Code? Alles, was wir bei euch auf der Website finden, ist eine PDF-Liste mit den verwendeten Open-Source-Komponenten. Aber ich glaube, ihr habt da was missverstanden. Open-Source heißt doch, dass der Quellcode offen ist und nicht nur eine Liste von den Komponenten bereitgestellt wird. Da ist jetzt auch so ein bisschen auf die Kritik eingegangen worden. Ich meine, es ist ja auch total wichtig, dass jetzt kein Open Washing passiert und das Ganze sozusagen nach hinten losgeht. Also dass sozusagen dieses tolle Label Open Source verwendet wird, nur um etwas zu verkaufen. Das kann es ja nicht sein.
Dementsprechend, ich habe ja mal einen Screenshot gemacht, der ist jetzt schon ein paar Wochen alt. Kurz nach dieser Kritik in mehreren Fachpublikationen kam der souveräne Arbeitsplatz auf GitLab. Man sieht hier 2 Stunden ist diese Aktualisierung alt. Und das lebt auch. Also ich habe jetzt auch heute Morgen erst wieder drauf geguckt. Was wir hier tatsächlich sehen, ist die Open-Source-Plattform der öffentlichen Verwaltung in Deutschland. Das ist auch ein Projekt von diesem Zentrum Digitale Souveränität, CENDES. Und ja, das ist eigentlich ziemlich cool. Man kann dort als normaler Mensch, also von außerhalb, aber vor allem als Mitarbeiter, Mitarbeiterin der Verwaltung sich informieren über Open-Source-Projekte, auch über Vorgaben, zum Beispiel auch die Liste der Lizenzen vom OSI ist da drauf referenziert. Es gibt auch spezielle Vorgaben oder Richtlinien, Leitfäden für die öffentliche Verwaltung. Man kann dort diskutieren, man kann bestehenden Code wiederverwenden, weiterentwickeln und gemeinsam arbeiten. Und ich denke, wir sind noch so gut in der Zeit, dass wir vielleicht einmal kurz reinschauen. Die URL ist einfach opencode.de. Irgendwie will er hier mir das gerade auf Englisch anbieten. Und ja, interessant finde ich einfach die Projekte, die hier aktuell drauf sind, jetzt in Echtzeit, denn es passiert einiges. Das Ganze basiert halt auf GitLab. Wohlgemerkt, GitHub ist ja das Pendant von Microsoft und die deutsche Verwaltung hat wirklich gesagt, nein, wir wollen da unabhängig sein, wir wollen da souverän sein, also machen wir unsere eigene GitLab-Instanz. Und man kann hier zum Beispiel sehen, die beliebtesten Projekte, das ist tatsächlich der souveräne Arbeitsplatz, ist jetzt aktuell, hat die meisten Sterne. Ja, hier so UX-Standards, die machen auch ganz viel mit Communities, arbeiten übrigens auch Dataport-Mitarbeitende mit, meine früheren Kollegen. Verschiedene Projekte. Man kann auch gucken, was wird immer beliebter. Und interessant hier für das Einer-für-Alle-Prinzip vielleicht noch. Wir haben hier das Datenfeld-Sammel-Repository. Was sich dahinter verbirgt, ist die Beschreibung von Online-Diensten für Verwaltungsleistungen. Bei der digitalen Verwaltung Schweiz gibt es ja momentan auch dieses Projekt, um Verwaltungsleistungen zu katalogisieren, um anschließend zu schauen, wie digitalisiert man sie am sinnvollsten weiter. Und in Deutschland haben wir da einen ganz ähnlichen Ansatz gefahren oder wird immer noch gefahren. Also da gibt es auch den Katalog der Verwaltungsleistungen und dazu die Datenfeldbeschreibung als offener Standard und diese Datenbeschreibung von Verwaltungsleistungen sind eben auch jetzt auf Open Code öffentlich zugänglich diskutierbar. Was ich hier noch spannend fand, muss ich mal gerade schauen. Das hier, SDK eForms. Das ist, ich weiß nicht, inwieweit das hier ein Begriff ist, also ein Datenstandard für öffentliche Beschaffungen. Also dieses Ziel der Transparenz über öffentliche Beschaffung, das wird natürlich unterstützt durch interoperable und auch international vergleichbare Daten. Das ist jetzt basiert auf einem europäischen Standard und dieser Standard selbst wird jetzt hier auf dieser Open-Code-Plattform weiterentwickelt. Also werft gerne mal einen Blick rein. Ich bin hier nicht angemeldet, das ist alles offen zugänglich. Kann ich euch sehr ans Herz legen. Genau, also Open Code hat
in föderaler Zusammenarbeit gestartet. Also angefangen mit zwei Bundesländern, die sich da engagiert haben. Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen in dem Fall. Der eine hat das Konzept geschrieben, der andere den Betrieb übernommen. Und dann hat die föderale IT-Kooperation das Ganze übernommen. Und jetzt geht das in das neue Zentrum digitale Souveränität über, von der Trägerschaft her. Aus meiner Sicht eine sehr gute Entwicklung. Ja, insgesamt verbinde ich mit diesem CENDIS sehr viele Hoffnungen und ich glaube, da stehe ich auch nicht alleine da. Man sieht auch auf deren Website, die haben einiges an Stellen schon mal angekündigt. Die wollen also noch personell wirklich wachsen. Momentan sind das nur 1-2 Personen erst. Zum Beispiel, es gibt ja auch die Open Source Business Alliance, die kämpfen schon lange dafür, auch gemeinsam mit anderen Akteuren, dass dieser Vertragsmuster in Deutschland, diese EVB-IT heißen die, dass die Open-Source-freundlicher gemacht werden. Das wäre auch so etwas, wo ich beim CEN das Potenzial sehe, dass die das auch vorantreiben. Oder auch als Open-Source-Program-Office. So Dinge wie Community-Pflege. Wir hatten ja auch eben schon, wie populär ist eine Lizenz, wie populär ist ein Software-Projekt, da mitzuhelfen. Und auch internationale Kooperation. Vielleicht ergibt sich eine Zusammenarbeit auch in der Schweiz mit Projekten aus beiden Ländern. Mal sehen. Ja, Stichwort international. Kommen wir zu diesem Gedanken, dass IT ja wirklich Infrastruktur ist im öffentlichen Sinne. Also dieser weitere Begriff von öffentlicher IT. Dieses Bild hier kennt ihr wahrscheinlich. Das illustriert halt, dass in unseren Handys, in unseren Geräten überall Code drin steckt, der in somebody's garage irgendwo entwickelt wurde. Also auf welchen wackeligen Füßen IT generell steht. Und das betrifft nicht nur Open Source. Bei Open Source ist das Problem halt einfach sichtbar. Das ist der einzige Unterschied. Und gerade um diesen kleinen wackeligen Fuß da zu stützen, dafür wurde der Sovereign Tech Fund ins Leben gerufen. Und zwar auf Initiative oder aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. Und mitgeholfen hat dabei die Open Knowledge Foundation Deutschland. Die Open Knowledge Foundation gibt es ja auch in der Schweiz, opendata.ch. Sehr lesenswert und auch wirklich schön zu lesen, weil schön aufbereitet sind die Machbarkeitsstudie und der Evaluationsbericht. Und das Ganze geht jetzt weiter. Die haben jetzt erst 10 Millionen Euro gekriegt, um 30 Projekte international zu fördern. Also es ist nicht nur für Deutschland, sondern es geht wirklich dieser Gedanke, dass Code global ist, der wird da ernst genommen. Das heißt, die schauen wirklich weltweit, welche Projekte sie fördern und auch die Methodik, wie sie diese Projekte fördern, die sind in diesen Berichten sehr, sehr schön aufbereitet. Also schaut gerne mal rein. Ja, und das Budget sieht so aus, dass das jetzt noch sogar erhöht wird im deutschen Bundeshaushalt. Ja, von daher auch aus meiner Sicht etwas sehr Erfreuliches. Kommen wir vom Globalen zurück zum Lokalen. Die Open Source Big X, das ist so ein motivierender Gemeinschaftsschlachtruf für Open Source. Was wir hier auf dem Bild sehen, ist ja so ein typisches Bild aus meiner Heimat. Das Land ist flach und hat Atommeiler und Kirchtürme und ja, es ist halt Dortmund. Und ja, was ich eigentlich mit diesem Bild sagen will, ist, es ist eine ganz normale deutsche Stadt und letztendlich gab es dort eine Initiative, um die Stadtverwaltung Open Source zu machen. Eigentlich ziemlich crazy, weil das hat sich wirklich auch, so eine kleine Gruppe hat damit angefangen, schon vor über 10 Jahren. Ich glaube, schon 2011 haben die auch schon
sich engagiert, Briefe geschrieben und dann seit 2014 sind die online und das hat dann jetzt nochmal fast 10 Jahre gedauert über diverse Ratsbeschlüsse, aber die sind halt immer dran geblieben und letztendlich sind wir jetzt soweit, dass eine Stelle eingerichtet wird, eine feste, unbefristete Stelle bei der Stadtverwaltung Dortmund, die sich um nichts anderes kümmern soll, als Open Source oder die Umstellung der Stadtverwaltung auf Open Source zu koordinieren. Das war jetzt ein 10-jähriger Weg, den ich auch teilweise mitbegleitet habe. Und ja, es braucht einen langen Atem, aber es hat sich auch gelohnt. Und der Erfolgsfaktor war wirklich die Kooperation, also die Vernetzung in alle Richtungen. Wir haben jetzt zum Beispiel die Free Software Foundation Europe, die ja auch die Kampagne Public Money, Public Code geprägt hat. Wir haben eine Kirche, eine Gewerkschaft, also wirklich ganz breite Kooperation, die der kommunale IT-Dienstleister von Dortmund, aber auch vom Bundesland Nordrhein-Westfalen, die kommunale Gemeinschaftsstelle, NGOs auf nationaler Ebene, auf Landesebene, genau, und auch international. Und in diesem Sinne möchte ich gerne schließen und herzlich einladen, damit wir hier nicht stehen bleiben. Wenn ihr auf diesen Quercode geht, dann kommt ihr auf den Bericht aus Dortmund. Das war eine Veranstaltung zusammen mit der Free Software Foundation Europe. Und dort hat dann die Free Software Foundation eine Mailingliste eingerichtet, speziell für das Thema Open Source in Kommunen. Also die gibt es seit diesem Januar und die lebt auch. Also ich bin da selbst, wie gesagt, aktiv dabei. Ja, von daher ganz herzliche Einladung. Und dann haben wir, glaube ich, noch kurz. Ja, wir haben noch Zeit für Fragen, wenn Fragen sind. Keine spezifischen Fragen? Wollen alle Mittagessen? Ah, doch. Der Arbeitsplatz, wird der einfach mal ins Blau entwickelt oder ist da vorher beschlossen worden, wo der überall wirklich auch eingeführt wird? Ja, da gibt es ein Pilotprojekt. Einerseits im Land Schleswig-Holstein wurde politisch beschlossen vor, ich glaube, 10 Jahren schon, dass das Bundesland komplett auf Open Source umstellen will. Da ist Schleswig-Holstein auch gehört zu den führenden Bundesländern. Und zum anderen gibt es im Bundesinnenministerium auch ein Pilotamt. Ich kann dir jetzt gerade nicht nennen, welches, aber so wird das an verschiedenen Ecken getestet und das soll halt Ende dieses Jahres dann schon pilotiert werden. Ich bin gespannt. Noch andere Fragen? Ja, Clarisse, besten Dank für den Vortrag. Danke.